Haben Sie manchmal auch das Gefühl, beobachtet zu werden? What? Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Tja, die initiale Frage können wahrscheinlich immer mehr Leute mit Ja beantworten, denn die Home-Security-Kameras, die sind ja stark auf dem Vormarsch. Egal, ob man sein Haustier beobachten will, einfach nur seine Wohnung im Blick haben möchte oder wissen will, wann die Kinder von der Schule nach Hause gekommen sind, dann werden diese Teile immer häufiger eingesetzt. Ist auch eine schöne Sache. Ich habe auch schon so einige hier bei mir zu Hause. Aber die bisherigen, die haben eben nicht die Funktion, dass man die schwenken und drehen kann. Nee, das können die bisher nicht. Deswegen habe ich mir hier mal die neue NuiCam geholt. Die NuiCam 360. Die ist schwenkbar und drehbar und hat eine Auflösung von 1080p. Man kann sie, wie gesagt, hier Pan-Tilt-Control, also drehen und schwenken. Hat Bewegungserkennung, Nachtsicht, zwei Wege Audio zum Unterhalten und man kann natürlich auch hier Aufnahmen speichern, lokal oder in der Cloud. Cloud würde ich nicht machen, aber lokal auf einer SD-Karte auf jeden Fall. Tja, und viel mehr haben wir hier schon gar nicht zu sagen, außer ihr braucht mindestens Android 4.4 oder iOS 8.0 oder höher, damit ihr auch die entsprechende App dazu installieren könnt. Und die ganze Kamera, die installieren wir jetzt mal zusammen, Freunde. Ich hatte in der Vergangenheit schon mal eine Kamera von Nui gehabt. Das war auch so eine, ich sag mal, statische Kamera wie die hier. Also da konnte man nur mit einem Weitwinkelobjektiv was schauen, aber nichts drehen, nichts schwenken. Und mit der war ich schon recht zufrieden. Die hatte zwar nur eine 720p Auflösung, hat aber sehr gut funktioniert. So, was haben wir denn hier? Einmal eine kleine Anleitung in the box, was wir da drin haben, wie sich das Ganze bewegen kann, wo die SD-Karte reinkommt und, oh, man kann sie sogar an der Decke befestigen. Ob das auch schon dabei ist, das ist ja eine nette Option. Haben wir da noch was? Oh, nicht wirklich. Okay, das kann zur Seite, da steckt auch nichts drin und dann haben wir hier auch schon die Kamera. Ja, ist ein richtiges Ei. Da schauen wir gleich nochmal genau rein. Erstmal schauen, was wir hier noch finden. Erstmal wieder nichts und da ganz unten drin, da ist noch irgendwas. Eieiei, da muss aber was Tolles drin sein, so hart, wie man dafür arbeiten muss, um ranzukommen. Ja, schauen wir mal, ob sich das gelohnt hat. Ja, da haben wir die zusätzlichen Zubehörteile noch einmal. Fangen wir mal hier an mit dem Stromadapter. Mal schauen, was der uns liefert. Ich schätze ja mal 5 Volt, 1 Ampere. Viel mehr wird wahrscheinlich nicht dabei sein. Sieht aus wie von so einem Smartphone. Ist aber mega leicht. Und wir haben hier einen Output von 5 Volt und 1000 mAh. Also ein 5 Watt Netzsteckerchen ist mit dabei. Dann natürlich noch einmal ein Kabel. Und das ist ein ja fast standardmäßiges USB auf Micro-USB-Kabel, wobei hier das Micro-USB-Kabel, ihr seht es, so abgewinkelt ist. Also das geht nicht nach hinten raus, das Kabel, sondern so nach unten. Ja, ist, glaube ich, ganz gut, wenn man es irgendwo an die Wand stellt. Das ist schon mal schön. Fühlt sich sehr gummiert an, das Käbelchen hier, und hat eine Länge von, lasst mich mal eben schätzen, ich würde mal sagen, 1,50 Meter dürfte das in etwa sein. So, dann haben wir hier noch, ja, das hier ist die Wandbefestigung. Das finde ich ja ganz interessant. Dann kann man sie auch mal kopfüber an die Decke hängen zum Beispiel. Ist nur so ein Plastikteilchen. Ja, da wird die dann hier unten reingeklippt. Aber ja, mit den Schräubchen, die noch dabei sind und Dübeln, kann man die dann noch an die Wand dran machen. Und jetzt schauen wir uns mal, das noch weg, die Kamera selbst an. Das ist ein richtig schönes Ei, habe ich eben schon gesagt. Und wir präsentieren die Nui 360 Cam. Und da ist auch noch ein Aufkleberchen hier über der Linse drüber. Flupp, das ist unten. Und dann könnt ihr ihr mal ganz tief in die Augen schauen. Also das hier kann man dann hoch und runter drehen. Und hier der ganze untere Bereich, der kann sich dann auch nochmal so verdrehen. Hier vorne haben wir eine Status-LED, denke ich mal, drin. Die kann man auch ausschalten. Das habe ich schon gelesen, das ist gut. Hier der Lautsprecher, hinten unser USB-Anschluss. Wahrscheinlich hier der Reset-Button. Und ja, mehr war es nicht. Ganz hier unten, mal eben kurz schauen, ist dann der Anschluss, wo man hier diese Wandhalterung dann dran macht. Ja, so wird das dann irgendwie da reingesteckt. Also schauen wir nachher nochmal in die Anleitung rein. Aber ich will das Ganze mal ganz ohne Anleitung machen. Und deswegen schließe ich jetzt mal den Strom an und wir starten die App. So geht der Stecker dann hier hinten rein. Strom ist drauf. Lämpchen ist am Leuchten.
Ansonsten gab es hier noch kein Lebenszeichen. Dann entsperre ich mal eben das iPhone und öffne die App. Das ist hier die NuiCam App. Ich habe die schon auf dem Smartphone drauf gehabt, habe auch schon einen Account darauf. Von daher, das zeige ich euch nicht. Das bekommt bestimmt jeder gut selbst hin. Und hier, sie dreht sich. Die hat sich schon mal im Kreis gedreht oder weggedreht. Hallo? Also da kann man schön sehen, wie der Drehmechanismus hier funktioniert. Ist wahrscheinlich so ein kleiner Selbsttest hier beim ersten Einschalten, um zu sehen, ob auch alles funktioniert. Jetzt guckt sie noch nach oben und nach unten. Wunderbar. Also wir machen einfach mal in der App weiter. Ich gehe hier auf der Startseite auf Kamera. Dann suche ich mal aus, was ich habe. Die erste, meine frühere, die ich getestet habe, war die NuiCam Indoor 720p. Und das hier ist jetzt die NuiCam 360. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera eingeschaltet ist und sich innerhalb des WLAN-Bereichs befindet. Habe ich. Warten Sie ca. 15 Sekunden, bis die Kontrollleuchte rot blinkt. Blinkt? Ja, blinkt rot. Sehr schön. Okay, rotes Licht ist an. Wir gehen auf Weiter. Und jetzt muss ich hier das WLAN-Passwort einstellen. Und hierbei gibt es noch was zu beachten, dass nur 2,4 GHz WLANs unterstützt werden. Also wer ein 5 GHz WLAN hat, der schaut hier in die Röhre. Also nur 2,4 GHz. Das bitte beachten, Freunde. So, jetzt soll mir der Kamera den QR-Code zeigen. Das mache ich dann mal. Wir haben hier ein Feedback bekommen. Es hat gepiept. Also fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, wenn Sie einen Signalton hören. Habe ich getan. Gehen wir auf nächster Schritt. Und jetzt wird hier verbunden und das kann maximal wohl 100 Sekunden dauern. Also, dann warten wir mal. Und ein Geräusch hat es angezeigt. Wir sind verbunden. Wunderbar. So, benennen Sie die Kamera. Ja, wie benenne ich die Kamera denn? Keine Ahnung. Benutzerdefinierter Name. Sagen wir einfach mal, das ist die 360, wobei der Name schon fast irreführend ist. Die kann sich gar nicht 360 Grad drehen, sondern nur 355 Grad. Tja, so ist das. Marketing. Okay, wir haben hier die Startseite, die 360. Gehen mal auf die Kamera drauf und dann solltet ihr hier schon, ja, wir können hier streichen. Ah, wir können streichen, um die Kamera zu bewegen. Sehr interessant. Sehr cool. Also hier seht ihr schon mein Bild aktuell und dann streiche ich hier mal ein bisschen hoch und runter. Und ja, da gibt es schon ein bisschen eine Zeitverzögerung. Hoch, hoch, hoch. Ah, so können wir das Bild steuern. Sehr schöne Sache. Jetzt könnt ihr mich hier auch sehen. Und ich nehme die Kamera einfach mal nah ran. Und wir steuern mal nach unten. Und dann könnt ihr schauen, wie sich das hier nach unten bewegt. Beziehungsweise ich muss jetzt hier sagen, ich habe es verstanden. Das war nur das Tutorial. Okay. Und ach, was hat er denn da? Ein Firmware-Update. Möchten Sie jetzt ein Upgrade durchführen? Ja, machen wir das mal noch eben schnell. Firmware auf Aktualisieren. Und das dauert 5 Minuten und danach muss ich einen Werksreset machen, um die neuen Funktionen zu aktivieren. Ach, wie geil, da muss ich ja alles wieder neu einstellen. Na egal, Updates sind wichtig. Bitteschön. A few moments later. Ja, das hat noch nicht mal 5 Minuten gedauert. Werksreset ist fertig. Die Kamera ist startklar. Und nochmal zur Steuerung. Ihr steuert die Kamera hier durch Streichen auf dem Bildschirm. Hier seht ihr das nach rechts. Und genauso auch nach links. Das ist sehr schön und intuitiv und funktioniert auch ganz gut. Und natürlich auch nach oben und nach unten, wobei man da genau wie im Flugzeug quasi Knüppel nach hinten ziehen und dann geht es nach oben. Genauso hier und nach oben drücken und dann geht es nach unten. Also die Steuerung, die klappt hier echt schon mal sehr gut. Was mir dann auch gut gefällt, wir gehen einfach mal in den Querbildmodus rein. Und ich steuere mal die Kamera mit euch. Wir schauen mal, wie wir hier gut klarkommen. Also ich will etwas weiter nach oben, gehe also nach hinten und möchte hier nochmal reinzoomen. Das kann ich dann natürlich auch machen, dank der guten Qualität hier, die wir bei 1080p Auflösung haben. Das klappt also echt fein. Gehen wir nochmal ein bisschen runter und dann schwenken wir mal. Ja, das war die falsche Richtung, da ist mein Schild, aber ich will in die andere Richtung schwenken und halte gedreht, gedreht, gedreht und so kann man sich ja wunderbar mal umschauen in seiner Wohnung und ja, da gehen wir hin und etwas nach oben und dann zoomen wir mal hier rein auf, ja,
He-Man und Skeletor, die hier bei mir an der Wand hängen. Also von der Steuerung her klappt das hier ganz ausgezeichnet. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir natürlich hier nochmal die Möglichkeit, was ganz Cooles zu machen, Freunde. Ich gehe hier mal in die Kameraeinstellungen rein. Da könnt ihr schon sehen, dass wir hier zum Beispiel noch den Punkt haben, Bewegungsverfolgung. Und das ist auch mal so richtig cool. Also wenn sich bei euch zu Hause was tut und die Kamera erkennt dann eine Bewegung, dann wird diese Bewegung automatisch verfolgt. Das testen wir jetzt mal aus. Ich starte hier nochmal eben flott die Kamera und dann machen wir mal ein bisschen Bewegung hier im Bild. So, die Kamera ist jetzt soweit fertig und wie mache ich das am besten? Also ich halte mal hier einfach meine Hand rein, da könnt ihr es sehen. Und wenn ich die jetzt bewege, dann schwenkt die Kamera hier mit meiner Hand mit. Also mehr oder weniger zumindest. Hier ist meine Hand, Kamera und verfolg mich. Komm mit. Ja, das geht. Es geht hier so einigermaßen. Das ist ein bisschen schwierig, das jetzt hier so zu zeigen. Aber ihr seht da hinten, da wird sich mitbewegt. Das klappt. Also funktioniert. Wie gut das jetzt im Alltag funktioniert, ob da der Kater oder der Hund oder der Besuch auch wirklich gut verfolgt wird. Es geht auch für runter und für hoch. Ja. Also, die Bewegungsverfolgung, die scheint auf jeden Fall auch zu funktionieren. Aber ich mache es doch mal lieber hier auf die manuelle Geschichte. Wir können hier nochmal wählen zwischen Videoqualität normal und hoch. Dann die Bewegungserkennung können wir noch einstellen, ob die niedrig, mittel oder hoch sein soll. Genau das gleiche für die Tonerkennung. Denn auch wenn hier irgendwo sich ein Geräusch, lauteres Geräusch zum Beispiel bei euch in der Wohnung stattfindet und ihr seid gar nicht zu Hause, weil eine Scheibe eingeschlagen wird, auch da kann sich dann hier die Kamera bei euch direkt bemerkbar machen und sagen, ey, hör mal, zu Hause ist irgendwas, schau doch mal nach und ob da vielleicht ja ein Notfall vorherrscht. Also Bewegungserkennung haben wir, Tonerkennung, Speicher. Wir können einmal den Cloud-Speicher aktivieren, würde ich ehrlich gesagt jetzt nicht machen, aber ihr könnt auch eine SD-Karte hier reinpacken und, ja, gute Frage, wo kommt denn die? Ah, die SD-Karte rein, die kommt ganz hier unten, seht ihr, dort ist der Spalt, hier unten drin. Da, wo es so ein bisschen reflektiert, da kommt die SD-Karte dann rein und dann kann man dort auch schön aufzeichnen und sich dann später noch die Aufzeichnungen anschauen. Und dann schaltet man hier am besten noch die Daueraufnahme ein und hat alles stets im Blick. Ihr könnt die Kamera auch teilen, damit man mit mehreren Leuten drauf zugreifen kann, ne? Damit Mama, Papa, Kind und was weiß ich, jeder mal schauen kann. Tja, und das waren schon die ganzen Grundfunktionen. Ihr seht, vom Setting her ist das echt ja, übersichtlich und schön gemacht. Ihr könnt hier Videos aufnehmen, ihr könnt hier Fotos machen, ihr könnt hier nochmal den Ton euch anhören. Dafür muss ich ja Zugriff erlauben. Und dann können wir hier die Zwei-Wege-Kommunikation machen. Ja, das nennt sich Rückkopplung. Das sollte man eigentlich nicht machen, aber ihr seht, so funktioniert das Ganze. Also ihr könnt dann selbst mit eurem Haustier oder mit wem auch immer, der gerade zu Hause ist, dann nochmal reden. Schöne Sache. Also doch, gefällt mir auf Anhieb wirklich gut. Die Einrichtung, die war sehr einfach gewesen. SD-Karte reinschieben, irgendwo schön hinstellen, wo es guten WLAN-Empfang hat, die Kamera, also 2,4 GHz WLAN. Und dann könnt ihr hier einen schönen Überblick bewahren mit 355 Grad im Rundumschwenk und ich glaube, irgendwas um die 90 Grad gehen hier nochmal in der Aufwärtsbewegung, also in der senkrechten Schwenkachse. Ja, schön. So rein optisch sieht nett aus, oder? Hat so eine richtig gefällige, moderne Optik mit Weiß und hier unten diesem Beige. Also mir gefällt es, muss ich sagen. Spricht mich auf Anhieb an, kann ich mir gut vorstellen, das irgendwo ins Wohnzimmer oder so reinzustellen. Und das werde ich auch tun, Freunde, denn das Video wäre für hier erst einmal beendet. Wir haben das Teil erfolgreich ausgepackt und eingerichtet. Alles funktioniert. Gibt von mir schon mal einen Daumen hoch. Übrigens, knapp 60 Euro kostet das Teil hier. Ja, ich verlinke euch das wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr jetzt sagt, jo, hier die Nui 360 Eierkamera hätte ich gern auch mal zu Hause, klickt einfach auf den Link, holt sie euch, probiert es mal selbst aus. Ich werde jetzt hier auch noch mal eine Weile testen, die bei mir zu Hause einsetzen und dann gibt es noch mal meinen Erfahrungsbericht. Das kann aber noch ein paar Wochen dauern. Also bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!